meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Bergmanns Woche. Heute beginnt es mal ein bisschen anders. Wie ihr seht, bin ich hier in einer Unterkunft sozusagen. Wir haben heute Samstag, es ist Samstagabend, 20.12 Uhr, fast Primetime. Ihr fragt euch sicher, wo ich bin, warum ich so eine kratzige Stimme habe. Ich bin wieder mal Auto gefahren, 3 Stunden, und habe natürlich wieder laut mitgesungen. Deswegen ist meine Stimme so ein bisschen verkratzt. Ja? So, jetzt bin ich hier. Was mache ich hier? Natürlich wollte ich meine Herzdame treffen, ihr habt es euch fast schon gedacht. Momentan sieht es ein bisschen schwierig aus, weil sie ein Kind hat und wenn das Kind krank ist und dann, muss man natürlich Prioritäten setzen. Deswegen müssen wir jetzt mal schauen, wie das Ganze noch ausgeht. Ob es da heute noch eine Chance gibt, sich zu sehen. Ob es morgen vielleicht eine Chance gibt, sich zu sehen. Wissen wir noch nicht so ganz. Ich bin hier in der Unterkunft, die ist eigentlich ganz nice. Ne? Also hier gerade mal zeigen. Das Zimmer besteht eigentlich nur aus Bett. Ne? Also da ist nicht so viel mehr. Hier hinten haben wir noch so eine kleine Ecke, Fernseher, so einen kleinen Schreibtisch, irgendwas mit Stuhl. Ne? Das war es dann aber auch schon. Klamotten aufhängen kann man hier. An so einem Ständer, der hier, also Kleiderständer, so ein kleiner Haken, der hier hingehängt ist. So, es gibt hier 5 Zimmer, ja, ist so ein bisschen wie eine WG aufgebaut. Das heißt, es gibt hier nochmal 4 Zimmer. Scheinbar sind die leer. Ich habe keinen Mucks gehört bisher. Bin jetzt ungefähr eine halbe Stunde hier. Stand auch kein Auto draußen. Ja. Man konnte durch einfaches Klingeln, ging die Haustür auf. Ja, und direkt hier oben, bevor es dann in diese Zimmer geht, hingen dann so 5 Codeschlösser, ja, in denen dann die Schlüssel drin sind. Also man kann hier vollkommen sich selbst bedienen. Ja, also hier war niemand, der mich empfangen hat. Ist immer noch still. Ne? Ich nehme euch gerade mal mit. So. Ja, hier haben wir so einen Wohnzimmerbereich. Ne? So ein bisschen. Ja, so. Sieht ganz cool aus. Ne? Hier gibt es noch so einen Essbereich. Ne? Stellt das scharf, jawohl. Hier geht es nochmal raus. Balkon, da war ich schon. Mit Zigarettchen rauchen. Ne? Ja, und ansonsten sieht man hier schön Zimmer Nummer 1. Ne? Da hinten geht es dann zu 2, 3 und 4. Das ist die Wohnungseingangstür. Und das hier ist mein Zimmer. Ne? Da. So. Da gibt es natürlich auch noch eine Küche. Ich habe als erstes natürlich die Kaffeemaschine gefunden. Ne? Hatte noch von meiner letzten Fahrt hatte ich noch ein paar Nespresso-Kapseln übrig. Ne? Da ist die feine Maschine. Die habe ich jetzt schon mal genutzt. Was es hier natürlich nicht gibt, ist Milch. Ne? Super. Ich brauche natürlich Milch für meinen Kaffee eigentlich. Ne? Hier gibt es so einen kleinen Kühlschrank. Kann man sich bedienen, ein bisschen Wässerchen und so ein Krempels. Ne? Hier oben gibt es auch eine Preisliste, ich weiß jetzt aber nicht, wo man das Geld dann hinschmeißen soll. Hier gibt es noch einen ganz coolen Kühlschrank, der ist ein bisschen schmal, aber auch da leider keine Milch gefunden. So, dann habe ich mich als erstes natürlich mal hier hingepflanzt und hier einen Kaffee getrunken. So, das ist die Küche, also ich scheine hier wie gesagt alleine zu sein. Ihr hört es vielleicht selbst, es ist relativ ruhig. Man hört hier keinerlei Geräusche. Jetzt bin ich mal wieder in meinem Zimmer. Kamera stellt schon wieder nicht scharf. Müssen wir wieder nachhelfen. So, ja, wie gesagt, jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich jetzt? Wenn meine Liebste nicht kommen kann, absolut verständlich natürlich, ganz klar. Wenn da ein Kind krank ist, hat absolut Vorrang, dann müssen wir das heute Abend absagen. Wäre es in den ersten 1-2 Stunden auf der Autobahn gewesen, die Absage, dann wäre ich eventuell nochmal heimgefahren. Aber so war ich, ist es immer noch nicht ganz klar, was wir machen. Und sie hätte es auch nicht weit, also sie ist, ja, man könnte das irgendwie hinkriegen. Müssen wir jetzt aber mal schauen, ob das noch funktioniert. Und wie gesagt, ansonsten, ja, werde ich mir hier noch ein bisschen die Zeit vertrödeln, vielleicht ein bisschen Netflixen auf dem iPad, irgendeinen Film oder ein paar Serien gucken und dann versuchen, möglichst früh zu schlafen. Ja? Und dann können wir schauen, ob es morgen sich vielleicht nochmal was ergibt. Da hatten wir sowieso vor, uns nochmal zu treffen, ein bisschen spazieren zu gehen. Da müssen wir schauen, ob das noch hinhaut. Ansonsten, ich muss hier, glaube ich, 10.30 Uhr raus. Ja, dann gehe ich halt hier raus, gehe noch was frühstücken und dann würde ich die Heimreise antreten. Ich kann es euch nicht genau sagen. Müssen wir jetzt erstmal sehen.
Freunde, es ist Samstag. Das heißt, die Woche ist rum. Bergmanns Woche ist rum und ihr habt nichts davon mitbekommen. Liegt natürlich auch daran, dass sie extrem voll war. Ich hatte am Montag sehr, sehr viel zu tun, sehr lange zu tun, hatte abends dann auch noch Training. Am Dienstag hatte ich nach der Arbeit eine Veranstaltung beruflich. Die ging dann auch relativ spät. Da war dann auch nichts mehr mit Kamera in die Hand nehmen. Mittwoch war ich beim Friseur, wie man unschwer erkennen kann. Ja, der Bergmann wird immer grauer. Und am Donnerstag waren dann die Kids da. Da haben wir dann da ein bisschen was gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, was Donnerstag noch vorgefallen ist. Kann ich jetzt gar nicht so sagen. Auf jeden Fall kam dann der Freitag und da ist natürlich wieder eine kleine Besonderheit passiert. Mein Auto hat morgens angefangen extremst zu klappern. Und zwar immer im Leerlauf. Immer wenn ich ein bisschen Gas gegeben habe und habe dann aufgehört, hat es extremst laut geklappert. Das Auto ist relativ neu, ist gerade mal ein Jahr alt, hat noch nicht mal 25.000 Kilometer. Und ja, das war dann natürlich ein bisschen blöd, ist ein Firmenwagen. Deswegen, ich habe dann den Freitag im Büro gesessen und zum Feierabend hin habe ich das dann nochmal entdeckt, dass es immer noch so schlimm klappert. Bin zu meinem Onkel gefahren, der ist Kfz-Mechaniker, der sollte mal drüber hören, bevor ich das ganze Wochenende rumfahre und vielleicht noch mehr kaputt machen. Er sagt, lieber in die Werkstatt. So, dann kam also ADAC, hat mich abgeschleppt, hat mich dann in die Werkstatt gebracht. Dieser Abschleppservice hat mir dann auch ein Ersatzauto angeboten. Das ging dann alles eben über die Fachwerkstatt, weil es ja noch eben Herstellergarantie ist. Ja, Auto ist noch nicht mal ein Jahr alt, wie gesagt. Und da war es dann eben so, dass ich, ja, das war 5 Kilometer entfernt von der Werkstatt, wo mein Auto stand, bis zu der Station, an dem der Ersatzwagen steht. 5 Kilometer, ohne fahrbaren Untersatz, ohne Geld einstecken zu haben, um sich ein Taxi zu nehmen, war natürlich dann ein bisschen doof. Das heißt, ich bin dann 4 Kilometer gelaufen. Dann kam mein Schwager, hat mir mein Geldbörse gebracht, weil ich nämlich auch Personalausweis und Führerschein gebraucht habe, um das neue Auto zu bekommen. Das habe ich jetzt, ist ein Zafira geworden. Wie gesagt, ich warte heute immer noch. Es ist mittlerweile schon 11.49 Uhr. Die wollten eigentlich um 9 anrufen und fragen, was mit dem Auto überhaupt los ist. Steht bei denen also auf dem Hof. Alles, was sie von mir haben, ist die Kopie vom Fahrzeugschein und meine Handynummer. Hat aber bisher noch keiner angerufen. Also haben die sich dieses Auto auch noch gar nicht angeschaut. Aber gut, spielt jetzt letztlich keine Rolle. Ich habe einen Ersatzwagen, mit dem ich die nächsten 4 Tage mindestens mal rumfahren kann. Dann muss man weitersehen. Ist natürlich alles ein bisschen ärgerlich und nervig, weil das gestern eben auch extrem viel Zeit gekostet hat. Bin dann nach Hause gekommen, der Hund war dann zum Glück schon versorgt, also Gassi gegangen und gefüttert worden von meiner Mutter. Das heißt, ich musste dann, Abendessen gab es für die Kids auch schon. Das heißt, wir haben dann hier eigentlich relativ schnell unser Abendprogramm machen können. Da ist ein bisschen Film geschaut worden und dann freitags dürfen die Kids ein bisschen länger. Da sind sie dann dabei auch eingepennt. Und als der Film fertig war, habe ich sie dann geweckt und ins Bett gesteckt. So, heute ist Samstag, geht fast so ähnlich ein bisschen weiter. Ich habe heute Nacht nicht so prickelnd geschlafen, dementsprechend auch fast bis 9 Uhr, glaube ich, geschlafen. Dann, also doch geschlafen irgendwann. Und ja, um 11 habe ich dann die kleine Bergmann ins Training gebracht. Da ist sie jetzt eben seit fast einer Stunde. Geht auch noch eine Stunde. Dann werde ich sie dort abholen. Und um 13 Uhr und um 14 Uhr muss ich schon wieder dort sein, weil sie dann für ihren Karnevalverein, für ihre Gruppe, gibt es da so eine Tauschbörse. Ja, die brauchen eine neue Stiefel, neue Strumpfhosen, neue Oberteile, was weiß ich, was zu einem Kostüm eben dazugehört. Das passt natürlich den Kids nur ein Jahr oder so. Deswegen gibt es da so eine kleine Tauschbörse, kann man dann eben untereinander die Sachen hin und her tauschen, dass jeder wieder für die kommende Karnevalskampagne all das hat, was er braucht. Das steht also heute um 14 Uhr an. Dort wird sie aber auch direkt von ihrer Mutter abgeholt, denn die ziehen ja um. Die werden umziehen und deswegen will die Mutter der Kinder da natürlich auch noch hier und da ein paar Möbel holen, Bett kaufen und so ein Kram. Und da wird sie also die kleine Bergmann abholen und mit ihr nochmal ein bisschen Bett shoppen gehen.
Mein Sohn will heute zu Oma und Opa ein bisschen im Garten spielen. Ist ja auch noch schönes Wetter, scheint also noch schön die Sonne. Sollten wir natürlich ausnutzen, da vielleicht auch noch mal mit meiner Drohne ein bisschen fliegen. Aber ich glaube, für diesen Vlog ist jetzt alles gesagt. Ich habe jetzt anhand des Videomaterials gesehen, dass wir grob 10 Minuten zusammen haben. Das werde ich noch ein bisschen runterschneiden. Jetzt hier quasi noch die Abmoderation. Akkuanzeige blinkt auch schon wieder. Also da sollten wir doch auf eine halbwegs anständige Zeit kommen. Das ist ja auch kein Gesetz, dass so ein Video vom Bergmann 15 Minuten gehen muss. Ne? So, und dann möchte ich hier aber auch die Wohnung noch ein bisschen putzen. Und wir wollen, wie gesagt, heute auch noch mal ein bisschen das schöne Wetter genießen. Und dann einfach den Rest vielleicht auch nach dieser Höllenwoche auch einfach mal irgendwie Chili-Mili machen. Werde euch aber versprechen, dass ich ab heute beziehungsweise dann eben auch morgen die Kamera wieder dabei haben werde, um schon mal für die nächste Woche natürlich vorzufilmen. Ja? Und ein Wort noch zu den Szenen, die ich euch jetzt gezeigt habe, als ich in diesem ja, Ferienzimmer oder wie auch immer man es nennen will, war. Es gab dann noch ein Treffen, ja. Die Lady kam dann noch sozusagen und wir hatten noch ein paar schöne Stündchen, die wir miteinander verbringen konnten, und auch am nächsten Tag haben wir uns getroffen und sind nochmal schön spazieren gegangen, also es hat dann letzten Endes noch alles funktioniert. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Sonntagabend, eine ganz tolle neue Woche, und wie Bergmanns Woche so gelaufen ist, das verspreche ich euch, das gibt es ausführlich nächste Woche Sonntag um 18 Uhr auch wieder. Und, wofür ich mich nochmal entschuldigen muss, die beiden letzten Folgen der Bergmann labert sind ausgefallen, weil ich es aus bekannten oder besagten zeitlichen Gründen einfach nicht geschafft habe, was aufzunehmen. Aber auch das werde ich nachholen. Also schaut am Dienstag um 18 Uhr mal auf meinem Kanal vorbei. Da gibt es eventuell dann die versprochene Folge. Macht's gut, gehabt euch wohl, ich wünsche euch was. Und dieses Lächeln, was ihr aufsetzt, bitte nicht abstellen. Das gefällt mir.